Die Varicola GmbH ist ein innovatives Unternehmen der Pharmabranche, das sich im Technologie- und Gewerbezentrum im Alten Hafen von Wismar angesiedelt hat. Bei der ersten großen öffentlichen Präsentation am 13. Februar war auch Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe zu Gast. Das Land ist an einem Unternehmen beteiligt. Entscheidend ist, dass wir dafür sorgen, dass die Forschung zu 100% gefördert wird, also alles, was wissenschaftliche Leistungen sind. Und bis zu 50% können wir dann auch die Entwicklung und die Inbetriebnahme von neuen Produkten fördern. Da sind dann allerdings auch Eigenanteile der Unternehmen dann fällig. Die Varicola forscht an neuen Medikamenten. Aus tierischen Zellkulturen wird ein Mittel entwickelt, das das menschliche Immunsystem stärkt und moduliert. Es könnte für Menschen mit Krebs, schweren Rheuma, Brandverletzungen oder gefährlichen Viruserkrankungen die Rettung sein. Jede Krankheit ist mit entzündlichen Prozessen verbunden und mit der Immunmodulation. Wenn das Immunsystem funktioniert, dann kann ich eigentlich fast jede Krankheit mit meinem eigenen Immunsystem bekämpfen. Die Entwicklung dieser neuen Medikamente ist extrem teuer. Jahrelang wird geforscht, getestet und versucht. In Wismar wurde auch extra ein sogenannter Reinraum, ein steriles Labor gebaut. Investitionen, die viel Geld verschlingen. Verdient wird aber erst, wenn das Medikament auf dem Markt ist. Das Unternehmen hat mehrere Gesellschafter, darunter auch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Es hat Geld über die Mittelstandsgesellschaft bereitgestellt. Wir haben dort verschiedene Mittel bereitgestellt, rund 25 Millionen Euro. Und da werden besondererweise Start-ups oder sehr innovative Unternehmen gefördert, die einerseits in die Forschung gehen und andererseits natürlich auch in die Entwicklung neuer Produkte. Und hier haben wir in Wismar gesehen, dass beides gut miteinander kombiniert wird und dass vor allen Dingen neue Therapieansätze in Form von Arzneimitteln entwickelt werden, um Menschen zu helfen bei der Krebstherapie oder bei Hauterkrankungen oder bei Verbrennungen oder Kälte, Erfrierung etc. Das sind tolle Geschichten und die Krebsforschung wird hier auch vorangetrieben. Von daher unterstützen wir das gerne. Genau diese Ziele sind wichtig für unser Land. Die Varicola arbeitet fast ausschließlich mit Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen, darunter Kontrolllabore, IT-Firmen und das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald. Von hier stammen die tierischen Stammzellen, ohne die das Projekt gar nicht funktionieren würde. In die Forschung und Entwicklung sind auch die Universität Lübeck und Ärzte sowie Apotheker eingebunden. Die Zulassung des Medikaments ist für Juni diesen Jahres geplant.